Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Legenden. Ich fliege hier vor einem Höhleneingang und das müsste die Höhle sein. Was war das? Ah, Trodon. In der sich die Bela befindet, also die Biene. Die Bienenqueen, sage ich jetzt mal, der Weltenboss hier. Und das soll wohl von den ganzen Bossen so ziemlich der einfachste sein. Genau das ist der Grund, warum wir die auch als erstes ausprobieren. Ich habe jetzt so eine ganz wilde Mischung an verschiedensten Pflanzenfressern doch tatsächlich. Und die möchte ich halt gerne mal in dem Kampf gegen sie ausprobieren. Hier ist schwummerig. Ich habe eine ganze Menge Triceratops dabei, 9 Stück insgesamt. Ich habe 3 Megatherien dabei, weil ich glaube, die sind immer gut gegen Insekten. Und 2 Terizinos. Und das wird, glaube ich, ganz schön eng, denn so wahnsinnig groß ist die Höhle hier nicht. Ihr seht, hier gibt es so Honigwaben an den Seiten. Hier ist eine Schlange, da ist ein Bär. Also man hat hier auch so normal Tiere drin, gegen die man kämpfen kann, wenn man denn will oder muss. Ich wollte nicht so ganz unten landen. Kann man denn nicht irgendwie sich auf so einen Absatz setzen oder so? Ja, solange dieses Fadenkreuz da ist, ist es natürlich immer blöd. Weil man sich dann ja nur irgendwo dran klammert, was ich gar nicht möchte. Was bist du? Aha, eine Spinne. Oh, nee, okay. Es funktioniert schon mal nicht mit dem Desmodus hier rein. Das heißt, wir müssen also gleich irgendwie ein Kampftier nehmen. Weil meiner ist halt so schlecht, da kann ich wirklich kämpfen. Also an sich können die natürlich auch kämpfen, aber meiner nicht. Mit dem wird das wohl nichts werden. Nein, ich will nicht dieses... Oh, warum immer alles auf eine Taste? Ich hasse das so sehr. Als gäbe es nur eine Taste auf der Tastatur. Mach doch mal alles nicht auf E. So, was ich auch noch gucken wollte. Okay, ich kann theoretisch die Sachen, glaube ich, auch so rausschmeißen, ne? Ja, kann ich. Das ist natürlich schön. Das heißt, ich packe nämlich dich ein. Kann ich auch die Sachen von dem hier rauswerfen? Ne, das kann ich dann wiederum nicht. Okay. Gut, dann werden wir uns jetzt hier vielleicht mit den Terizinos durchkämpfen. Ich hatte ja gesagt, 2 Terizinos habe ich dabei. So Bela, Beta 1 und 2. Also Bela ist halt die Königin, also der Boss hier, diese Biene. Und du kommst mal mit. So, und dann werden wir uns jetzt hier erstmal durchschlagen. Hier ist eine Schnecke, das ist nicht ganz so schlimm. Das sollten wir schaffen. So, und dann müssen wir jetzt erstmal hier aufräumen, bevor wir jetzt nämlich gleich alle anderen Tiere rausschmeißen. Die sind jetzt alle nicht super, ja. Das sind jetzt alles gar nicht gezüchtete Tiere oder so, sondern das hier sind tatsächlich alles die, mit denen ich eben nicht züchten will. Also der Rest, meine Restpostentiere, die sind das hier. Und, oh, jetzt ist ja mein Terizino schon fast hin. Krass. Der eine ist schon gleich hin. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das sind, wie gesagt, einfach die Restbestände, die ich eben nicht brauchen kann. Und deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich die hier einfach in diesem Kampf entsorge. So. Die haben jetzt auch keine super Sättel oder... Also nichts. Ich habe einfach gar nichts wirklich richtig Gutes mit, sondern einfach nur... Oh nee, Mann! Kommt doch einfach gleich so. Nicht immer erst so hinten, hinterrücks. Echt super ätzend sowas. Mann. So, wieder ein Level up, schön. Ist immer ein bisschen der Nachteil mit den Tieren, die so weiblicher. Muss jetzt nur gucken, dass wir nicht aus Versehen wieder den Desmodus rauswerfen. Das ist nur der einzige, den wir hier nicht brauchen. Na, ihr seht, es sind schon ein paar. Wie gesagt, 9 Triceratops. Da kommt die Schlange. Weg, weg, weg.
glaube, die Tiere, die hatten auch höhere Level, ne? Gut, der jetzt nun gerade nicht, aber so theoretisch haben die auch höhere Level. So, zack. Ah ja, Megatherium. So, Desmodus, den brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Okay, wir hätten noch den hier, der kann noch raus. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar Thylacoleus dabei. Ne, eben nicht den. Kannst du den nicht einfach überspringen? Thylacoleo, Thylacoleo. Auch das sind sozusagen die Reste. Was war das jetzt gerade? Irgendwas ist nicht erlaubt. Haben wir vielleicht genug Tiere draußen? Doch, das geht. Ah, okay, der ist noch auf Wandern. Verhalten, Wandern deaktivieren, stillstehen. So, okay, und jetzt haben wir nur noch den Desmodus, ne? Ne, wir haben immer noch einen Thylacoleo. Das gibt's ja nicht. Okay, jetzt haben wir nur noch den Desmodus. Sehr schön. Wir haben also alles rausgeschmissen. Wir machen mal Pfeifen auf. Gibt's nicht auch aggressiv? Folgen anhalten. Neutral. Dieses Ziel angreifen. Gibt es nicht aggressiv? Gibt es nicht? Komisch. Sehr, sehr seltsam. Auf was will ich reiten? Ich nehme mir, glaube ich, einen Thylacoleo. Ah, die sind nun die einzigen, die keine Sättel haben. Gut, dann nehme ich mir einen Terizino oder... ich weiß gar nicht so genau. Die sind ja nun die, die schon am kaputtesten sind. Vielleicht nehme ich mir lieber ein Megatherium. Ja, genau. Wir nehmen ein Megatherium. Das ist doch eine gute Idee. So, die Biene, die kann natürlich fliegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die jetzt in irgendeiner Form... Wie viele brauche ich hier? 30, ja, okay. Ob sie in irgendeiner Form Kreaturen spawnt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So. Wo ist sie? Da oben ist sie. Ich habe eine Gasmaske dabei. Weiß ich auch nicht, ob ich die brauche. Okay, Bela spawnt. Ja, okay, sie spawnt irgendwas. Oh, die sieht cool aus. Ich war mir jetzt nicht sicher, bin mir nicht sicher, ob man sich Skins von denen nehmen kann, aber ich habe das Tool jetzt eh nicht dabei, so gesehen. Ist es also auch wurscht. Ja, dadurch, dass die fliegen kann, ist es natürlich... Ah, sie ist gelandet. Das wusste ich nicht, dass sie das macht. Cool. Ja, alle drauf. Ich glaube, wir haben schon eigentlich viel zu viele Tiere. Die kommen alle gar nicht ran. So, wir haben jetzt ungefähr ein Drittel, ne? Ungefähr, so. Vielleicht die Hälfte. Wir haben noch kein Tier verloren, aber wie gesagt, selbst wenn, ist überhaupt nicht schlimm. Das sind alles meine Restposten. Nichts von dem hier brauche ich noch. Wow, ich dachte, die fliegt viel mehr. Ah, da ist er. Da ist er kaum sagt man's. Genau, und deswegen habe ich auch eine Gasmaske dabei. Ich weiß nicht genau, wie schlimm das ist, was sie da macht. Komm mal wieder runter. Komm mal wieder runter. Das ist ein geiler Boss. Die sind alle cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es einmal zwei... Ah. Ja, okay, das war wahrscheinlich der sowieso schon so gut wie tot war. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der eigentliche Endhauptboss, ja, das ist der Fenriswolf, aber es gibt ja hier auch diese kleinen Mini-Welten-Bosse, da gibt es auch nochmal zwei Wölfe. Also insgesamt kämpft man gegen drei Wölfe. Da hätten sie irgendwie ein bisschen was anders machen können, finde ich. Also das hätten nicht dreimal Wölfe sein müssen. Der Endboss, okay, und dann kriegt man auch einen. Finde ich auch total geil, eine coole Sache irgendwie. Aber, ja, diese zwei Doppelwölfe, da hätten sie sich auch was anderes einfallen lassen können. Also tatsächlich, es gibt ja zum Beispiel in dieser ganzen Göttermythologie... Okay, jetzt ist der andere Terizino tot, das ist ja ein Ding. Gibt es ja Hugin und Munin, das sind die beiden Raben von Odin.
Und die hätte man ja zum Beispiel nehmen können. Also Raben, sowas gibt es ja noch gar nicht. Und gut, das wäre dann schon wieder ein fliegender Boss, ne? Das wäre dann ja auch schon insgesamt drei fliegende Bosse. Aber ja, sowas hätte ich mir gut vorstellen können. Oder ein Riesenbison oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Ein Bär gibt's ja, die Biene und ein Bison. Hätten wir drei Tiere mit B gehabt. Okay, wow. Jetzt gehen sie langsam alle hin. Aber jetzt ist sie auch tot. Juhu. Cool. Ja, also die haben ungefähr genauso viel ausgehalten wie sie, ne? Also jetzt gerade fingen alle Triceratopse an zu sterben, wie man gesehen hat. Und kann man in dich mal reingucken? Da ist sie, Bela. Was ist das hier? 157.000 Leben. Okay. Ja. Habt ihr irgendwie was eingesammelt, dass ich mir vielleicht doch mal so ein Tool machen kann? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Taxidermie heißt es ja im Englischen, aber auf Deutsch keine Ahnung. Ach, finde ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich braucht man da eh irgendwas für, was ich jetzt nicht habe. Oder? Ja, okay. Holzstein, nee, Feuerstein, nee, ist okay. Gut, Stein und Feuerstein kriegen wir noch hin. Holz gibt es jetzt hier, glaube ich, drin nicht. Das macht aber nichts. Okay, cool. Das war also der Fight gegen die Biene. Das heißt, das hätten wir jetzt schon mal geschafft. Cool. Das war einer von drei Bossfights, die wir ja hier machen wollen. Oh, die sehen aber tatsächlich alle überhaupt nicht gut aus. Gab es jetzt eigentlich Loot? Haben wir Loot bekommen? Nee. Hä, müsste es doch aber. Ich meine, es gibt Loot. Müssen wir mal ganz kurz. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer die gekillt hat. Nee. Sattel sollten wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Ja, ihr seht, da haben noch nicht mal alle Sattel. Das waren wahrscheinlich die Thylakoleos. Nein. Ah! Na also. Okay, wir haben Loot bekommen. Was war das hier für einer? 4. Okay, das ist also 1. Müsste Megatherium gewesen sein. 1 und 2 waren die Tirizinus, 3, 4 und 5 waren die Megatherien. Okay, cool. Soweit, so gut. Wir packen jetzt unseren Desmodus wieder aus und fliegen nach Hause. Und ja, haben sozusagen die erste Runde geschafft. Ich glaube, am allerschwierigsten, nach allem, was ich so gehört und gesehen habe, am schwierigsten ist der Bär, also die beiden Wölfe, obwohl es zwei sind und obwohl die irgendwie, ich weiß nicht, der eine friert irgendwie ein oder so und der andere macht Feuerschaden. Ich weiß es nicht mehr. Also die haben irgendwelche Special-Fähigkeiten, die sind aber trotzdem nicht so schwer wie der eine Bär. So, wenn ihr wissen wollt, wo dieser Eingang zur Höhle ist, ja, wir sind hier ganz oben unter meinem Mittelfinger, da wo ich stehe. Ne? Ihr seht ja, dass ich stehe da an dem einen Gelenk vom Mittelfinger. Das ist ungefähr so bei 5 und 47, irgendwie sowas, ne? Da findet ihr das also direkt hier an der Klippe. Wenn wir jetzt einfach mal nur ein Stück nach oben fliegen, dann seht ihr, da hinten kommt bald das Schneebiom. Da hinten dauert es noch eine Weile, da kommt dieser coole Damm. Und ja, wir fliegen jetzt hier erstmal wieder zurück nach Hause, packen unseren Loot aus, lassen mal unsere Tiere hochheilen. Ich hatte jetzt nicht irgendwo gelesen, dass es eine Begrenzung gab, wie viele Tiere wir da hätten reinnehmen können. Habe ich jetzt nichts zu gesehen. Also wir hätten auch, weiß ich nicht, 50 Tiere mitnehmen können. Man kann ja auch immer so machen, man wirft immer nur 10 raus und wenn die alle platt sind, wirft man die nächsten 10 raus oder so. Hauptsache man selber ist irgendwo, wo einem nichts passiert. Das ist natürlich jetzt mit einem fliegenden Boss schwierig, das ist aber bei allen anderen nicht so schwierig. Also zum Beispiel die beiden Wölfe auf Asgard. Da kann man ja, in Asgard und auch in den anderen Reichen nur mit dem Desmodus fliegen, mit nichts anderem. Und, ja gut, vielleicht mit dem Synomarkrops, das weiß ich jetzt nicht, der fliegt ja auch nicht so richtig, aber ich weiß es nicht. Also mit dem Desmodus kann man es auf jeden Fall, aber nicht mit dem Pteranodon oder mit dem Argentavis oder so. Und da könnte man natürlich sozusagen oben drüber schweben und dann immer mal, wenn es notwendig ist, irgendwie weitere Tiere rauswerfen. Ne? Das kann man zum Beispiel machen. Und ich glaube, beim Steinbjörn, der ist auch in sowas ähnlichem wie eine Höhle oder so einem Kessel. Also der ist auf jeden Fall von Felsen umgeben. Aber ich glaube, da ist deutlich mehr Platz als jetzt hier bei Bela. Das heißt, da kann man dann halt auch mit dem Desmodus rein und dann von oben immer irgendwelche Viecher runterwerfen.
Das kann man machen. Das heißt, ihr nehmt immer 10, wenn die machen dann Schaden, und wenn es dann irgendwann wenig geworden sind, nur noch 2 oder 3, dann werft ihr die nächsten 10 raus. Also gut, das geht natürlich mit dem normalen Kryopod nicht so gut. Da habt ihr am besten 10 und werft dann immer, wenn der Cooldown abgelaufen ist, nochmal eins raus, nochmal eins raus, nochmal eins raus oder so. Hier mit diesen Soul Traps könnt ihr natürlich am laufenden Band Viecher rauswerfen. Gut, ich fliege nach Hause und wir sehen uns gleich dort wieder. So, ich bin zu Hause. Wir gucken mal kurz, was wir so bekommen haben. Also wir haben einen Blueprint für einen überragenden Kompositbogen mit 261,9% Schaden. Das ist natürlich ziemlich cool. Fast 280 Haltbarkeit als Blueprint eben. Und ein meisterhaftes Sturmgewehr mit 216,9 Schaden und 57 Haltbarkeit. So, das waren die Blueprints. Wir haben einen Pteranodon-Sattel bekommen mit 65,2 Rüstung, einen Deodon-Sattel mit 32,8 Rüstung und einen Carbonemis-Sattel mit 42,8 Rüstung. Die ganzen normalen Sättel hier, also diese 4, die hatte ich ja vorher schon. Das ist sozusagen der Rest, der übrig geblieben ist von den Tieren, die gestorben sind, kommen mir jetzt ein bisschen wenig vor. Ich hatte den Eindruck, gut, die Thylacoleus, ich weiß nicht, da ist glaube ich keiner gestorben, von den Megatherien auch nicht. Da sind doch aber mehr als nur 2 Triceratops gestorben, oder? Also am Ende kamen doch mindestens 3 Todesmeldungen hintereinander. Okay, kann sein, dass es 2 Triceratops und ein Thylacoleo war oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Außerdem haben wir 30 Mal Element bekommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dieses Teil hier, Bela Relic. Rohstoff. Relikt von besiegter Bela aufgenommen. So, ich meine, die braucht man, wenn man hier die Island-Bosse besiegen will. Also diese 3. Hier gibt es ja auch nochmal die Brutmutter, den Megapithecus und den Drachen. Die kann man ja hier, wenn man möchte, auch nochmal besiegen. Und ich glaube, man braucht dafür diese Relikte. Und man braucht sie, ich weiß jetzt nicht, ob man für jeden der Bosse jedes dieser Relikte braucht oder ob man zum Beispiel die Brutmutter mit dem Bela-Relikt macht und so weiter. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. So, ich glaube, das hier war gerade in dem Loot, ne? Und das hier war auch gerade in dem Loot, meine ich doch. Die Gasmasken habe ich mitgenommen, weil ich wusste, dass die so Gaswölkchen macht. Wir haben sie aber nicht benutzt. Okay, alle anderen Sachen bringe ich dann mal rüber und wir packen die hier erstmal rein. Hier produzieren meine Tiere weiterhin fleißig noch Nachwuchs. So, wir haben ja zum Beispiel gar keine Stegos dabei gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Tiricinos so schnell klein beigegeben haben. Aber gut, der eine war so gut wie tot und der andere war halbtot. Ne? Gut, deswegen sind die vermutlich als erstes gestorben. Die Megatherien waren schon nicht schlecht gegen Bela. Ich glaube, die Megatherien brauchen wir für die anderen Bosse nicht mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Tiricinos, wenn sie denn heile sind und vielleicht auch gute Sättel haben, gut gegen den Steinbjörn sind. Da kann ich mich aber auch irren. Und dass vielleicht die, ja, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel diese beiden Wölfe als große Raubtiere zählen, weil der Triceratops bekommt ja einen Bonus, wenn er gegen große Raubtiere kämpft. Da hat er ja diese rote Wolke um sich, zum Beispiel bei einem Rex oder bei einem Allo. Keine Ahnung, ob diese Wölfe auch dazu zählen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da ja vielleicht die Stegos, die Triceratopse ganz gut sind. Die Tiricinos mit Sicherheit auch. Wir werden sehen. Ich würde sagen, dass wir die beiden Wölfe auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Nach allem, was ich so gehört habe, wie gesagt, obwohl es 2 Tiere sind, scheinen die so schlimm nicht zu sein. Und wer aber richtig übel sein soll, das ist eben der Bär, der Steinbjörn. Denn ja, also ich habe schon Leute gesehen, die sind mit 1-2 Gigas gegen den angetreten und haben den nicht platt bekommen. Ja, also das scheint eine gute Methode zu sein, sich zum Beispiel Velonasaurier zu nehmen, sich auf irgendeinen Absatz zu stellen und von oben runter zu schießen. Aber Velonasaurier haben wir jetzt nun mal nicht und habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor, mir noch zu beschaffen. Deswegen wird das wahrscheinlich ohne gehen müssen. Wir haben halt hier diese Pflanzenfresser-Brigade, unterstützt durch ein paar Thylacoleus. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, ja, vielleicht sind die Thylacoleus auch nicht schlecht gegen die beiden Wölfe, weil die ja auch ein bisschen schneller sind, genau wie die Tiricinos. Die Trikes und die Stegos sind halt ziemlich langsam und ich glaube, dass diese beiden Wölfe aber wahrscheinlich ziemlich schnell sind. Okay, was ich jetzt auch nicht so genau weiß, wenn ich mich hier auf so einen Trike setze und der hat ja 3 verschiedene Modi. Einer für mehr Verteidigung, einer für mehr Schaden und einer für, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und damit sammelt er auch unterschiedliche Sachen besser.
wenn ich dann nicht mehr drauf sitze, bleibt dann der Modus, den ich ausgewählt habe, oder geht der immer wieder in irgendeinen bestimmten Standard zurück? Keine Ahnung, müsste man auch mal ausprobieren. Dann könnte man ja zum Beispiel 3 mitnehmen, die ansonsten gleich sind, und jeder kriegt einen bestimmten Modus und dann guckt man mal, was die so für Schaden machen. Das kann ich mir auch ganz lustig vorstellen. Aber wie gesagt, die Wölfe, die machen wir dann beim nächsten Mal, und dann bleibt am Ende, wie gesagt, noch der Steinbjörn übrig. Mal gucken, ob wir den schaffen oder nicht. Ja, da werden wir wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe, einfach deutlich mehr Tiere mitnehmen und immer wieder welche rauswerfen. Und ich selber bin mit dem Desmond irgendwo oben und verstecke mich und bewerf den Bären einfach regelmäßig mit irgendwelchen Tieren oder so. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal bzw. beim übernächsten Mal. Und an dieser Stelle ist die Folge für heute zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Und vergesst bitte nicht, für unsere Veggie-Arc-Staffel, die kommt nach den nächsten beiden Bossfights, ja, also wir machen jetzt noch die Wölfe und dann den Bär. Und dann gibt es eine Staffel, die wird hier bei Legenden dazwischen gestoben, nämlich Veggie-Arc. Keine Ahnung, wie lang die gehen wird, 20, 30, 40 Folgen, mal sehen, weiß ich noch nicht. Da werde ich mich und meine Tiere rein vegetarisch ernähren. Das heißt natürlich nicht, dass hier nicht andere bekämpft werden. Aber ich werde also nur Pflanzenfresser haben, beziehungsweise Tiere, die Nebenprodukte von anderen Tieren fressen. Also zum Beispiel Eier oder Honig oder so. Das wäre auch noch okay. Ich glaube, Chitin werde ich auch nicht nehmen, weil Chitin wird ja nicht von Tieren produziert, sondern das sind ja Teile von Tieren. Das ist ja im Prinzip wie Fleisch, ist ja die Haut von denen. Deswegen denke ich, Chitinfresser werde ich auch nicht nehmen. Ja, und dann versuchen wir uns eben auf einer Map, die ihr aussuchen dürft, da durchzuschlagen. Vielleicht bis zum Bosskampf, vielleicht aber auch nicht. Zum Beispiel wird es keine Flieger geben, weil es gibt keine Flieger, die sich nur pflanzlich ernähren. Und es wird auch keine schwimmenden, also Meereskreaturen geben, denn es gibt keine Meereskreaturen, die sich nur pflanzlich ernähren. Das wird also echt spannend. Ihr könnt mir sagen, auf welcher Map das Ganze stattfinden soll. Ihr könnt euch aus jeder Map, die es irgendwie für Ark gibt, eine aussuchen. Da könnt ihr mir einfach mal zurufen, welche ihr euch vorstellt. Das ist ganz egal, ob das die offiziellen Wildcard-Maps sind, wie The Island, Scorched Earth, Aberration und so weiter. Oder ob das die offiziellen ehemaligen Mod-Maps sind, wie Ragnarok, Valguero und so weiter. Oder ob das welche aus dem Shop sind, wie zum Beispiel Antarktika oder Olympus und so weiter. Die einzigen beiden Voraussetzungen sind, die Map muss fertig sein, also nicht Work in Progress, und die Map muss sozusagen wirklich nur eine Map sein. Die soll sonst nichts am Spiel verändern, so wie zum Beispiel bei Alemia, wo auch das Zähmen und so weiter ganz anders funktioniert hat und nochmal deutlich schwieriger ist. Das soll also nicht der Fall sein. Es ist eine reine Mod-Map. Ja, also es muss keine Mod sein, aber ihr könnt euch eine aussuchen. Hauptsache, sie ist fertig und Hauptsache, sie beinhaltet keine anderen Mod-Inhalte. Das könnt ihr mir, wie gesagt, gerne unten drunter schreiben. Momentan führt, glaube ich, Crystal Isles. Wir machen hier mit Legenden danach natürlich weiter. Und danach, falls es euch nur darum geht, Crystal Isles zu sehen, wir sind ja danach noch auf Valguero und auf Crystal Isles. Ja? Also zweimal Crystal Isles hintereinander, für mich persönlich nicht so wahnsinnig spannend. Aber ich mache auf jeden Fall das, was ihr gewählt habt. Deswegen freie Wahl, momentan führt Crystal Isles. Und ja, schreibt doch einfach unten drunter, wenn ihr der gleichen oder einer anderen Meinung seid. Bis dann, ciao, ciao.